Fragen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von V-Blog. Tierärztin, Feuerwehrmann oder Rockstar, das sind klassische Berufswünsche der Kindheit. Doch wer hat sich damals gewünscht, Politikerin oder Politiker zu werden? Für alle, die es trotzdem werden wollen, haben wir versucht herauszufinden, was man eigentlich braucht, um ein Abgeordneter im Nationalrat zu werden. Koalitionskrach, kindische Landesfürsten und kein Geld in der Kasse. Die österreichische Innenpolitik, scheinbar ein Albtraum. Für Sabrina steht deshalb eines fest. Sie will etwas verändern. Und das kann man wohl am besten als Politikerin im Nationalrat. Eigentlich kann jeder Österreicher Volksvertreter werden, unabhängig von Geschlecht oder Ausbildung. Für das gesetzliche Mitbestimmungsrecht gibt es nur eine Zugangshürde. Man muss über 18 Jahre alt sein. Voraussetzung erfüllt, also auf ins Parlament. Wer hier einen Sitz hat, beschließt die Gesetze, die das Leben der Bürger regeln. Am Ende des Tages soll auch für Sabrina ein Sessel herausspringen. Ich bin heute in der Früh aufgewacht und habe jetzt den Traum, Nationalratsabgeordnete zu werden. Wie kriege ich denn Ihren Job, also Ihren Sessel? Also ganz offen sagen, wenn ich so ausschaue wie Sie, ist höchstwahrscheinlich sofort und gleich. Wie Sie meinen Job kriegen, das weiß ich nicht, aber wenn Sie wissen wollen, wie man so etwas wird, das ist ganz einfach. Man braucht einmal Begeisterung, sich für Menschen einzusetzen, das innerhalb einer politischen Partei vielleicht auch zu machen oder einer Gemeinschaft. Und dann lässt man sich wählen von den Gremien innen, also innerhalb der Partei oder auch außerhalb vom Wähler. Also ganz allein werden Sie das wahrscheinlich relativ schwer schaffen. Wir haben nämlich ein Wahlrecht in Österreich, das Vorzugsstimmen zwar vorsieht, aber Sie müssten dermaßen viele tausende Vorzugsstimmen bekommen, damit Sie ins Parlament kommen als eine Einzelperson sozusagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, sagen wir es mal so. Doch es ist nicht nur schwer, wenn man alleine ist, sondern auch, wenn man eine Frau ist, steht man oft vor verschlossenen Türen. Der Frauenanteil ist auch unterschiedlich in den Fraktionen. Es gibt Fraktionen, das ist circa halbe halbe und es gibt welche, das sind so circa 40%. Und da gibt es welche, da muss man sie mit der Lupe suchen. Ja? Also ich, ganz ehrlich gesagt, in einer Partei wie FPÖ oder BZÖ als Frau haben sie es schwer, weil das sind nur zwei oder drei von 20, 30. Bei einer Partei wie der SPÖ oder den Grünen ist der Frauenanteil deutlich höher. 183 Politiker sitzen im Nationalrat. Laut Statistik ist der typische Abgeordnete männlich, Beamter und 50 Jahre alt und kein Akademiker. Doch selbst wenn Sabrina einen Sessel im Hohen Haus ergattern sollte, heißt das noch lange nicht, dass sie damit etwas verändern kann. Denn egal, welcher Partei man beitritt, der Clubzwang ist ungeschriebenes Gesetz. So einfach ist das also nicht mit dem Nationalrat. Bei uns geht es heute um jemanden, der schon seit Jahren in der Politik ist. Bekannt als Aufdecker der Nation und Kämpfer gegen den Filz. Ein Porträt über Peter Pilz. Peter Pilz, Sicherheitssprecher der Grünen und Abgeordneter zum Nationalrat. Ein vielbeschäftigter Mann und kein gemütlicher Politiker. Er ist bekannt als Aufdecker und hartnäckiger Parlamentarier. Sein Engagement als Enthüller im Noricum-Skandal bringt ihm Ende der 80er Jahre das erste Mal große Aufmerksamkeit. Damals geht es um österreichische Waffendeals mit dem Irak und dem Iran. Seither fällt Peter Pilz immer wieder als kritischer Oppositionspolitiker auf. Seine Kritik an Regierung und Justiz und weitere Enthüllungen rund um Amtsmissbrauch, Kartelle und politische Fehlentscheidungen sorgen für Aufregung. Als Vorsitzender des Eurofighter-Untersuchungsausschusses überprüft er den Kauf neuer Abfangjäger. Und er veröffentlicht geheime Dokumente, die ihm über die sogenannte Pilzbox auf seinem Blog zugespielt werden. Seit 10 Jahren ist Peter Pilz AT online. Und jetzt haben wir Peter Pilz bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben 2001 schon gebloggt, lange bevor es einen Blogger-Hype gegeben hat. Wie sind Sie damals darauf gekommen, damit anzufangen? Durch das Internet. Durch das Internet. Das Nein, ganz einfach. Weil es damals schon relativ klar war, dass sich die neuen Medien explosiv entwickeln werden und die traditionellen Medien eigentlich in einer Sackgasse
Sinn. Und weil außerdem sich damals bereits abgezeichnet hat, dass jüngere Leute massenweise in die neuen Medien und ins Internet überwechseln werden und Zeitungen und traditionelle elektronische Medien eigentlich eher ein Altersphänomen werden. Und haben sich Ihre Erwartungen da voll erfüllt? Im Großen und Ganzen ja. Das funktioniert ziemlich gut, solange man es in dieser einfachen Form hält. Das heißt, es muss ja ein vernünftiges Verhältnis zwischen Aufwand und dann dem Ertrag des Mediums geben. Und das funktioniert eigentlich gut, ja. Und was ist Ihr Anspruch an Ihren Blog? Was wollen Sie damit erreichen? Na, die Leute einfach informieren über meine Arbeit, ein paar Diskussionen in Gang setzen und zeigen, dass es möglich ist, sehr intensiv mit den Leuten, die sich für meine Arbeit interessieren, zu kommunizieren. Sehen Sie das als Ihre Bringschuld? Die Geschichte ist ja relativ einfach. Würde ich ausschließlich das, was ich tue, über traditionelle Medien vermitteln, dann wäre ich erstens abhängig von denen, und zwar zu 100%, denen, die diese Medien kontrollieren. Und zweitens würden die Leute nur Ausschnitte sehen. Einmal zweimal in der Woche was, 30 Sekunden, dann wieder zwei Absätze in einer Tageszeitung. Und das ist die einzige wirklich relevante Chance, alles, was einem wichtig ist, wirklich unter die Leute zu bringen. Glauben Sie, dass Sie auch ohne Ihren Blog so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten in so Sachen wie Eurofighter-Untersuchungsausschuss oder bei den Strasser-Mails? Ja, das ist gar nicht das Problem. Die klassischen Medien sind bei solchen Highlights von der Reichweite her natürlich überlegen, gar keine Frage. Untersuchungsausschuss läuft über Fernsehen und Massenmedien und bis zu Standard.at. Meine Geschichte ist wesentlich gezielter, die geht mehr in die Tiefe. Und wenn Sie langfristig Politik machen wollen und wirklich was verändern wollen und auch den traditionellen Verlagen und dem Missbrauch der Verlagsmacht was entgegensetzen wollen, müssen Sie versuchen, auch ständig in die Tiefe zu kommunizieren. Das lesen pro Tag, ich weiß nicht, ein paar tausend Leute, vielleicht 10.000 Leute, ich weiß es nicht genau, aber relativ viele. Und diese 10.000 Leute ständig zu informieren, das hat eine eigene Qualität. Und das ist mir genauso wichtig wie die halbe Million oder die Million, die ich zwischendurch erreiche. Wir haben jetzt gehört, dass Sie über Ihren Alltag auch bloggen. Und wir haben Leute auf der Straße gefragt, wie Sie sich den Arbeitsalltag eines Politikers so vorstellen. Was tun Sie am Tag? Ich bin eigentlich überfragt. Ich weiß es nicht so genau. Man hat ja keine Übersicht und man hat ja keinen Einblick an die Politiker. Ja, eh das, was wir alle machen, oder? Also, die üblichen Sachen halt. Also ich denke, Politiker machen den ganzen Tag irgendwas, nur nicht das, was sie sollen. Ich denke, Politiker sitzen den halben Tag eigentlich im Auto und hetzen vor einem Termin zum anderen und kommen eigentlich nicht wirklich zum Arbeiten. Ich denke, dass Politiker ein viel vielschichtigeres und komplexeres Berufsbild haben, als dies in der Allgemeinheit bekannt ist. Ich glaube schon, dass sie einen ziemlich vollen Terminplan haben. Also einfach ziemlich viele Anlässe, so Geschäftsessen und so weiter. Aber vielleicht können Sie mir hier die Antwort geben. Dürfen die Frage gleich weiterreichen? Also, es haben alle ein bisschen recht. Also, erstens gibt es nicht die Politiker. Ein klassischer ÖVP-Wahlkreisvertreter, der von Blasmusik zur Eröffnungsfeier hetzt und über ein Stamperl trinken muss, ist ganz was anderes als die Arbeit bei mir im Büro. Ich komme in der Früh rein und zwei Drittel der Zeit gehen in thematische Arbeit mit meinen Mitarbeitern. Sachen recherchieren, öffentlich dokumentieren und zu versuchen, genug kritische Öffentlichkeit zu erzeugen, dass sich auch was verändert. Wir versuchen, andere Politik zu machen und deswegen verzichten wir eigentlich auf das meiste von dem, vom Dienstwagen bis zu diesen ganzen Empfängen, was die traditionelle Politik so verunstaltet. Wie fügt sie dann ihre Bloggeraktivität in den Tagesablauf ein? Das ist immer zwischendurch, meistens gleich einmal in der Früh. Aber dann auch zwischendurch, wenn irgendwas passiert. Und das Blocken hat ja auch für mich eine Funktion. Dadurch zwinge ich mich selbst, mir gewisse Sachen genauer zu überlegen, noch einmal strukturiert und pointiert durchzugehen, weil wenn man was niederschreibt, wird es um eine entscheidende Spur genauer. Ihr Blog und Ihre parlamentarischen Wortmeldungen sind immer mit einer gewissen Prise Humor angereichert. Wie viel Kabarett verträgt eigentlich das Image eines ernstzunehmenden Politikers?
Also wenn ich über die österreichischen Zustände nicht dauernd lachen würde, müsste ich dauernd weinen. Und lachen ist wesentlich angenehmer als weinen. Ich bin kein Verursacher des österreichischen Realkabarets. Es gibt niemanden, der Witzfiguren wie Feynman oder Brödel erfinden könnte in dieser Vollkommenheit und Wabitz und so weiter dazu. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber es ist schon wichtig, dass nicht die gesamte Innenpolitik zu Kabarett verkommt. Es ist wichtig, dass Leute noch das Gefühl haben, dass es einen ernsthaften Kern der Politik gibt und dass Veränderungen und wirkliche Reformen möglich sind, auch wenn man es oft nicht glauben möchte. Und Sie sind jetzt schon lange Politiker und haben ja auch immer wieder Dinge veröffentlicht abseits des politischen Lebens. Könnten Sie sich vorstellen, auch hauptberuflicher Blogger zu werden nach Ihrer Politikerkarriere? Nein, eigentlich nicht. Weil das was Begleitendes ist. Das ist eines von vielen Medien, die man nützt. Die wäre auch nicht hauptberuflich. Leute, die damit ihr Geld verdienen. Nein, habe ich nicht die geringste Lust. Für mich stehen die Inhalte und die möglichen Veränderungen im Mittelpunkt und nicht das Medium, das ich dazu benutze. Was ich mir allerdings sehr vorstellen kann, ist, dass wir unsere grünen Mittel intern neu verteilen und ein großes, neues und sehr offenes Internetmedium aufbauen. Aber das ist momentan eine Überlegung. Schauen wir mal, was daraus wird. Wären das dann auch so Anwendungen wie zum Beispiel die Pilzbox? Ach, sowas wie die Pilzbox wird es immer geben. Mein ganz normaler Briefkasten ist auch eine Pilzbox. Und jeden dritten Tag in der Früh, wenn ich in meinen Briefkasten schaue, sind irgendwelche Akten oder sonstige Hinweise drin. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Vielen Dank für das Gespräch. Dass nicht immer alles so ernst daherkommt, wie man bei der Politik vielleicht erwarten würde, zeigt jetzt unsere Rubrik Merkwürdig. Jeder Nationalratsabgeordnete kann durch eine parlamentarische Anfrage Fragen an die Regierung oder die Nationalratspräsidentin stellen. Dabei sollen wichtige politische Themen besprochen werden. Manche Anfragen sind aber etwas merkwürdig. Eine Anfrage dreht sich um den Müll im Parlament. Wie viele Tonnen Müll hier jedes Jahr produziert werden? Gemeint ist damit natürlich der richtige Abfall. Die Abgeordneten sind aber nicht nur um den Müll, sondern auch um Tiere besorgt. Norbert Darabosch musste beantworten, wie die Umsiedlung eines Storchenpaars am Bundesheergelände Zeltweg geplant ist. Manche Anfragen sind besonders kreativ formuliert, wie jene zu den Kosten der neuen Dienstkleidung der Parlamentsmitarbeiter. Die Uniformen würden jener der Raumschiff Enterprise Crew oder jener von Liftboys ähneln. Der Rest der etwa 3700 Anfragen pro Jahr dreht sich aber meist um bedeutendere politische Dinge. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ihr könnt natürlich diese und alle anderen Sendungen sowie Zusatzmaterial auf unserem Blog www.wie.blog.com ansehen. Vielen Dank für euer Interesse und auf Wiedersehen. Log.